Guten Tag und willkommen zurück hier bei Mario Strikers Battle League Football. Wir beginnen heute erstmal ein bisschen damit, in die Ausrüstung reinzuschauen. Und normalerweise würde man hier 400 Münzen als Startkapital bekommen. Ich war hier allerdings offcam schon drin, also wird uns das nicht angezeigt. Ich habe die 400 Münzen jetzt auch schon dazu bekommen. Heißt, wir haben jetzt über 800 Münzen schon. Wo die anderen Münzen herkommen, weiß ich jetzt noch nicht so wirklich. Aber ist ja auch egal. Ich möchte auf jeden Fall mal schauen, was gibt es hier so? Wie läuft das so ab? Okay, es gibt verschiedene Kopfbedeckungen, okay. Handschuhe, Torso und für die Beine was? Also Schuhe. Ja, also eine Brustpanzerung quasi. Schuhe, okay, aber gut. Ist das für jeden unterschiedlich? Mario und Luigi werden wahrscheinlich noch dieselben haben, oder? Muskelhelm, ja. Und dann wahrscheinlich die Schweren werden was anderes haben, schätze ich mal. Ja, aber sie heißen trotzdem gleich. Okay. Und es wird sogar was abgezogen. Tempo plus 2, Technik minus 2. Okay. Ich würde sogar hier bei Donkey Kong vielleicht bei Technik was hochschrauben wollen. Kann man gar nicht, oder was? Oder nur beim... Da, die Handschuhe geben ihm Technik. Tempo minus 2. Dann wird er echt useless sein, ne? In der Verteidigung. Boah, Alter. Ja, ich glaube, die Trickweste ist ganz geil für ihn. Komm, wir kaufen die einfach mal. Schauen, wie es dann so läuft. Kraft. Dann. Moment mal. Kraft hat nichts mit dem Schuss zu tun. Ja, okay. Kaufen wir das noch. Und die Schätzern sollten wir echt ganz gut ausgerüstet sein mit Donkey Kong. Die anderen haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Vielleicht bis auf Rosalina. Ich weiß es jetzt nicht. Da habe ich es jetzt nicht mehr so in Erinnerung, wie das mit ihr war. Und ich glaube. Doch, ich habe mit ihr auf jeden Fall schon zum Superschuss angesetzt. Ich glaube, das war in Ordnung. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall erstmal so fortfahren. Wir können uns jetzt ein neues Team machen? Ach so, okay. Ja, okay, okay. Mal kurz zur Erklärung. Oh, die haben einen echt guten Technikwert, ne? Mario und Luigi. Ja gut, mal kurz zur Erklärung. Ich habe... Oh, Moment. Da habe ich es... ich glaube, ich habe es gerade verkackt. Mit Donkey Kong. Fällt mir gerade ein. So. Mit Ausrüstung natürlich. So, jetzt ist aber richtig. Mal kurz zur Erklärung, warum ich dachte, dass wir jetzt mit demselben Team fortfahren. Weil im vorherigen Spiel, Mario Strikers Charged. Oh, einen Moment. So. War es nämlich auch so, dass man mit einem Team die ganze Meisterschaft durchführen musste. Also damit hat man dann alle Pokale gespielt. Man konnte nicht zwischendurch durchwechseln. Da war das nämlich so eine Road to Strikers Cup, quasi.
Und da hat man dann versucht, jeden Pokal mit demselben Team zu holen. Und irgendwie habe ich mal Bock auf das grüne Outfit. Das sieht irgendwie mega cool aus. Und wir spielen dieses Mal im Lavaschloss. Ich denke, ab jetzt werden wir alles... Oh, wir sind die Warriors, okay. Ist ja cool, wenn man sich das selbst aussuchen könnte, den Namen. Aber gut, scheiß drauf. Obwohl, wahrscheinlich macht man es sogar mit der Trikotwahl, aber egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall jedes Mal... also wir werden jetzt nach der Reihe nach die ganzen Stadien benutzen. Also jetzt das Lavaschloss, dann das nächste Mal, ja, halt das nächste. Keine Ahnung, was jetzt nochmal genau das nächste war, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ich finde es auch witzig, wie das zwei Yoshis und zwei Toads sind. Okay, das überspringen wir mal. Ich wollte jetzt nur mal das Stadion sehen. Hau ab, Yoshi. ja, okay, so. Oh, der war fast drin. Der geht aber rein. Let's go. Schönes Ding. Ein richtig früher Treffer für uns. Das schmeckt. Ihn können wir direkt wegboxen. Den hätte ich direkt schießen sollen. Aber gut. Ah! Arschloch. Dann halt nicht. Ich möchte die ganze Zeit den Charakter wechseln, wenn ich den Ball nicht habe. Nein, schade. Aber ich drücke dann auf Y. Jawohl, schön. Anstatt auf L. Also das muss ich noch besser hinkriegen. Sonst so das Spielen geht ja mittlerweile echt ganz gut. Scheiße. Nicht so schlimm. Wir haben uns den Ball gut erkämpft. Ah, ah, Strikers Kugel. Nehmen wir. Jawohl. Und der geht safe rein. Alter. Mir fällt gerade ein, ich hätte vielleicht besser zu Donkey Kong passen sollen, anstatt zu Mario. Aber gut. Schön gehalten. Holen wir uns hier mal ein Item. Na. Ja, okay. Und so langsam kriege ich das mit dem Durchwechseln auch richtig gut hin. Item, Item, Item. So Item, ne? Jawohl. Falls nur nicht ganz so gut eingesetztes Ding, aber ich muss das, ja, 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 komm, ich muss es einfach mal ein bisschen probieren. Damit wir hier einfach mal dran gewöhnt sind. Piss dich. Alter, ist der stark. Ja, okay. Ich hab's zwar mega verkackt, aber es ist auch noch nicht ganz so leicht, muss ich sagen. Ich hatte mir davon ein bisschen mehr erhofft, von den Stat-Erhöhungen. Schöne Ballabnahme. Wario, schönes Ding. Oh, baby. Oh,
Boah, Alter, so ekelig der Screen. Oh Mann, ey. Ich hatte gehofft, dass die Animation kommt. Ach Mann. Macht euch doch ab. Ah, ja, schön Donkey Kong. Oh, gut, dass er uns so früh getackelt hat. Nehmen wir nochmal Donkey Kong. Ah, schade. Aber trotzdem richtig gut. Was? Als ob der nicht reingeht. Ja, schöne Ballabnahme. Schade. Aber auch schön das Item eingesetzt. Okay. Die Animation habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Die habe ich echt noch nie gesehen, tatsächlich. Was? Er hat sich fast selber umgeböllert mit dem Ding. What? Alter, Donkey Kong, was zum Teufel? Was war das denn, Alter? Der hat ja richtig das Ding da reingezwiebelt. Holy shit. Komm, Luigi, jawoll. Komm schon. Orange. Türkis. Ja, komm. Jetzt aber. By the way, wie ist das mit dem... jawoll, schönes Ding. Musste aber auch mal sein jetzt mit Donkey Kong. Schön gemacht, Alter. Wie ist das mit den Balken? Ist das zufällig, wie groß die sind? Je nachdem, wie hoch der Stat-Wert ist dafür? Oder ist der größer, wenn man das erste Mal trifft? Also das erste Mal in dem... Schade. Wenn man das erste Mal im türkisen Bereich ist? Und dann ist der zweite türkise Bereich auch größer? Oder wie läuft das? Egal. War echt geil. Nur schade, dass Donkey Kong nur einmal mit dem Hyperschuss getroffen hat. Aber okay. Ich denke, das werden wir jetzt im zweiten oder dann im dritten Match ausbessern können. Oh, deren Team sieht da auch echt cool aus in dem Lila. Nee, Peach. Ja, schade. Direkt draufzimmern, aber ja. War keine gute Position. Jawoll, schön. Find's auch gut, dass es hier nicht mehr so Auto-Aim gibt für das Tackeln. Sondern, dass man jetzt tatsächlich zielen muss, wohin man tackeln will. Das finde ich eigentlich ganz geil. Jawoll. Schön. Schön gespielt.
Da liegt ein Itemkasten, der wird sich aber direkt gegönnt. Als ob der nicht reingeht. Hau ab. Jawoll. Richtig schön. Ach, komm schon, Mann. Strikers Kugel haben wir. Peach richtig schön Elektrozaun reingerammt. Und richtig hart verkackt. Ach Mann, Alter. Ich glaube, wenn ich diesen Hyperschuss machen will, darf ich nicht so viel labern. Ja, aber schön. Schön dann nochmal im Nachschuss. Die Animation ist cute. Nein! Oh mein Gott. Alter, ne? Ja, fast. Schön. Schön vorausgeahnt, wohin er hinläuft. Schade. Jawoll. Schönen Weg frei gemacht. Und dann nochmal an den Ball gekommen. Würde ich mir gerne nochmal anschauen. Ich glaube, ja, der Torwart war sogar kurz bewegungsunfähig. Die Animationen sind echt geil. Fällt mir gerade mal so auf. Weil die Torwarte, die Bumbums reagieren tatsächlich auf echt viele Sachen. Zum Beispiel, wenn sie schon merken, okay, ich komme wahrscheinlich... Nein! Nein! Ich komme wahrscheinlich nicht mehr an den Ball. Dann wirken die richtig verzweifelt. Oh, Donkey Kong, du Armer. Hau ab. Warum kriegt die jetzt einen Fragezeichen-Block? Hau ab. Da haben sie jetzt berechtigt einen bekommen. Aber... Oh, da ist ja richtig drüber gezimmert worden. Aber davor... Der Fragezeichen-Block, der war echt etwas lächerlich. Ach, komm schon, Alter. Gibt's auch so Lupfer zum Schießen? Was zum... Zum Teufel? Was war das denn jetzt? Komm, steh auf, Wario. Okay, schön. Ja, wer den Ball trägt. Und sie kann mich noch nicht mal umboxen. Geil. Was? Das war ja richtig scheiße, wie die Kugel nach vorne geschossen wurde. Ach, komm schon, Mann. Ich wurde von meinem eigenen Torwart weggeboxt. Ah, das Tor war unnötig. Und sehe ich auch ein bisschen nicht ein. Weil die Kugel wurde nach vorne geschossen. Vielleicht auch, weil sie aus dem Screen war. Und dann habe ich nicht den richtigen Charakter bekommen, um zu kontern. Und dann wurde ich noch von meinem eigenen Torwart weggeboxt. Was zum Teufel, Mann?
Aber okay. Den Sieg holen wir uns trotzdem. Ich bin echt mal gespannt, wie heftig das Ganze noch wird. Möchtest du mit dem nächsten Spiel fortfahren? Ja, möchte ich. Gegen die Bowls, die wir ganz zu Anfang abgezogen haben. Oder? Das waren noch die. Oder vertue ich mich da gerade? Waren die im zweiten Match? Ich glaube, die waren im ersten Match dran. Ne? Scheiße. Ja. Irgendwie kriege ich es nicht hin, die zu tackeln. Meine scheiß Teammates lassen sich aber auch immer decken, ne? Jetzt Donkey Kong! Hau ab! Mann! Lass mir doch auch mal ein Item! Boah, Alter! Irgendwie spielen die gar nicht so scheiße. Ja, komm, Strikers Kugel. Irgendwie steht keiner frei. Und ich glaube, ich komme jetzt noch nicht mal mehr dazu. Komm, schieß ihn doch nach vorne. Schieß die Kacke nach vorne. Scheiße, Mann. Haut ab. Drecksäcke, Mann. Ich wollte eigentlich kein Item einsetzen. Ich wollte nur zu Donkey Kong lupfen. Aber gut. Ja. Jawohl. Noch eine Strikers-Kugel. Und jetzt aber. Boah, hab ich da verkackt. Wie zum Teufel verkacke ich da so hart? Na. Oh, was? Schade. Alter, ne? Gehen die auf den Sack. Komm schon. Wario. Mann. Wie verscheiß ich da so hart? Es ist halt nicht schwer eigentlich. Oh, was? Richtig schöner Nachschuss, aber leider nicht dazu gekommen, ein Tor zu machen. Ja, direkt von Wario gegönnt den Ball. Was? Ich wollte den Turbopilz aktivieren. Ja, schade. Nein, nein, nimm ihn doch. Ja, schön. Und jetzt. Der muss sitzen. Als ob! Jawohl, endlich der erste Treffer. Alter!
Schon ein bisschen lucky, aber muss auch mal sein. Komm schon. Nachdem ich so viele unlucky Situationen hatte. Und jetzt direkt der zweite. Direkter Anschlusstreffer. Schön von Donkey Kong reingezimmert, das Ding. Alter. Richtig guter Schuss. Hau ab. Fast schon wieder, Alter. Scheiße. Da hab ich's verkackt. Oh, ich hätte so gerne noch den Hyperschuss reingemacht. Aber gut. Ich hatte eigentlich die Chance dazu. Vor allem, weil ich halt den ersten türkisen Bereich getroffen habe. Aber dann nervös geworden. Scheiße, Mann. Aber okay. 2-0. Das kann sich auch sehen lassen. Ich weiß. Ich weiß, Leute. Miserable Leistung eigentlich. Aber. Ey. Es ist erst der zweite Cup. Ich schätze, so ab dem vierten, spätestens beim fünften, werde ich richtig Probleme haben. Zumindest, wenn ich so weiterspiele. Na gut, alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal mit dem Turbo-Pokal weiter. Und ich bin mal gespannt, wie dieses erhöhte Lauftempo sich auf die Spielweise auswirken wird. Wahrscheinlich wird das ungefähr genauso nervig sein wie der Kombo-Pokal, weil da haben die echt gute Pässe gespielt. Das habe ich ja auch gemerkt hinterher. Ich dachte so, ja, okay, das ist nur so ein bisschen besser, aber nein, das war echt krass. Und ich bin echt gespannt, wie sich das beim Turbo-Pokal dann auswirken wird. Bis demnächst. Und ciao.